Herbert Marcuse, das Salzburger Humanismusgespräch. Ich möchte damit anfangen, die Idee des Humanismus irgendwie geschichtlich zu bestimmen. Wie Sie wissen, war Humanismus ursprünglich im Wesentlichen die klassische Bildung der Persönlichkeit und in diesem Zusammenhang als klassische Bildung antiklerikal und antiautoritär. Aber dieser Humanismus blieb die Ideologie einer Elite. Nur sehr langsam ist diese Idee des Humanismus verbunden worden mit der Idee der Gleichheit des Menschen, der Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt, als eine Grundbedingung der Freiheit des Menschen. Aber diese Idee des Humanismus, das heißt, die konkrete Verbindung von Humanismus und Gleichheit ist im Wesentlichen eine heretische Idee geblieben, eine materialistische Idee und als solche durch die Jahrhunderte hin verfolgt worden. Akzeptiert, Element der Kultur, wurde der traditionelle Humanismus nur als Ideologie der Entsagung, der Verinnerlichung, und in dieser ideologischen Formung hat er sich immer mit dem Bestehenden vertragen. Ich erinnere Sie an einen der größten Humanisten, an Goethe. Am Ende des Wilhelm Meister steht der Satz, von Wilhelm Meister gesagt, dass er auszog, um die Esel zu suchen, und ein Königreich fand. Nun, das Königreich, das Wilhelm Meister fand, bleibt ein recht bescheidenes und ist erkauft mit der Entsagung von dem Glück und der Freiheit, das ihm die produktive Einbildungskraft versprochen hatte, als er auszog, die Esel zu suchen, nämlich die Freiheit. Und ich erinnere Sie an den zweiten Satz, der allgemein als einer der repräsentativsten Formulierungen des Humanismus angesprochen wird, der Vers alle menschlichen Gebrechen sühnet reine Menschlichkeit. Ein schöner Vers, aber ich glaube einfach falsch. Reine Menschlichkeit sühnt keine Gebrechen. Und keine reine Menschlichkeit kann irgendwie die Opfer sühnen, denen die Unschuldigen durch die Jahrhunderte der Weltgeschichte zum Opfer gefallen sind. Wenn so der traditionelle und der akzeptierte Humanismus im Wesentlichen die Ideologie einer Elite geblieben ist, sind die großen geschichtlichen Sprünge in mehr Freiheit nicht humanistisch gewesen. Weder die englische Revolution noch die französische Revolution können als humanistische Strömungen bezeichnet werden. Ein ganz neuer Durchbruch zum Humanismus geschieht dann im 19. Jahrhundert mit Ruge, mit Marx. Aber Marx, und das scheint mir irgendwie bedeutsam, spricht allgemein nicht vom Humanismus, sondern vom Menschen als Gattungswesen, das befreit werden soll. Befreiung als Gattungsprozess. Was heißt das? Es heißt, dass erst und nur durch die radikale Veränderung der gesamten menschlichen Existenz, selbst in der biologischen Dimension der menschlichen Existenz, die Entwicklung der Persönlichkeit, die menschliche Freiheit möglich wird. Oder der Mensch kann nicht im Bestehenden zum Menschen werden. Das bedeutet für Marx die Abschaffung einer auf Ausbeutung gegründeten Herrschaft. Aber für Marx kommt der Humanismus nach der Revolution und nicht vor der Revolution. Gewiss, die Revolution selbst ist humanistisch oder vielmehr Vorbedingung jedes Humanismus, aber nur insofern und wenn sie die Ausbeutung abschafft und nur insofern und wenn sie von Menschen getragen wird,
für die die Abschaffung der Ausbeutung eine Lebensnotwendigkeit ist, die ohne den Versuch dieser Abschaffung in einem physischen und psychischen Sinne einfach nicht mehr existieren können. Es wird so entscheidend in der marxischen Konzeption des Humanismus, dass die revolutionären Kräfte vor der Revolution im Bestehenden da sein müssen. Nur so können sie das Bestehende ändern. Oder in anderen Worten, die Negation des Bestehenden muss im Bestehenden selbst geschehen, muss ein Teil seiner Dynamik, ein Teil seiner Wirklichkeit sein. Nun, diese Konzeption der Revolution und diese Idee des radikalen Humanismus hat die fortgeschrittene Industriegesellschaft liquidiert. Ich will, bevor ich dieses Thema verfolge, wenigstens grob andeuten, was mit der fortgeschrittenen Industriegesellschaft gemeint ist. Ich spreche von einer Gesellschaft, in der die große Industrie an der Schwelle der Automatisierung steht, eine Gesellschaft, in der die große Industrie auch quantitativ das gesamte Leben bestimmt. Das heißt, in der die Menschen nicht so sehr für sich selbst leben, als für die Interessen der großen Industrie und der großen Korporationen, in denen die große Industrie organisiert ist, in solcher Weise, dass die entscheidenden Werte, die entscheidenden Verhaltensweisen, die entscheidenden Ideen, die entscheidenden Bedürfnisse in einem wörtlichen Sinne von der großen Industrie gemacht, produziert und an die Menschen verkauft werden. Eine Gesellschaft, in der die große Industrie die Natur praktisch zum Verschwinden gebracht hat, das heißt, wo die Natur nur noch als Naturschutzpark existiert. Eine solche Gesellschaft ist selbst in Amerika nur erst als Tendenz vorhanden, aber eine in meiner Meinung sich rapide verschärfende Tendenz und eine Tendenz, die, wie ich glaube, sich über die gesamte Welt ausdehnen wird. Deshalb glaube ich, dass es erlaubt ist, dieses Referat, das die Idee des Humanismus im Zusammenhang mit der Industriekultur bestimmen soll, zu orientieren an den fortgeschrittensten industriellen Gesellschaften, die es heute in der Welt gibt. Die fortgeschrittene industrielle Gesellschaft hat, sage ich, die radikale Idee des Humanismus, auch des marxischen Humanismus, in Frage gestellt. Sie hat Möglichkeiten geschaffen, in deren Licht die Idee des Menschen als schöpferisch arbeitender Persönlichkeit als überholt erscheint. Der Begriff der Entfremdeten, sowohl wie der nicht entfremdeten Arbeit, wird fragwürdig. Fragwürdig vor dem Gespenst der möglichen Abschaffung der Arbeit, der Unnötigkeit der Repression, der Befriedung des Kampfs ums Dasein. Und gegen dieses Gespenst ist die Gesellschaft im Zustand einer totalen Mobilisierung. Gegen dieses Gespenst, weil die Abschaffung der Arbeit selbst als Möglichkeit mit den Institutionen nicht vereinbart ist, auf den die moderne Zivilisation und besonders die moderne Industriegesellschaft beruht. Diese Zivilisation und diese Gesellschaft ist wesentlich eine, die auf der Notwendigkeit der Arbeitsdisziplin, auf der Arbeitsmoral beruht. Und sobald diese Notwendigkeit selbst nur als reale Möglichkeit, nicht mehr als Notwendigkeit erscheint, scheint die Basis selbst dieser Gesellschaft erschüttert.
Nun, die totale Mobilisierung, von der ich im Verlauf meines Referats noch mehr sprechen werde, hat etwas erreicht, was in der Geschichte ein Novum ist, nämlich eine geschlossene Gesellschaft. Eine geschlossene Gesellschaft, die zwar dauernd in rasendem Fortschritt begriffen ist, eine anscheinend ungeheuer dynamische Gesellschaft, aber ein rein quantitativer Fortschritt, quantitatives Wachstum, quantitative Ausdehnung, immer mehr von demselben. Aber kein qualitativer Sprung, keine qualitative Veränderung, kein Übergang zu neuen Formen der Existenz. Innerhalb dieser geschlossenen Gesellschaft, die alle Alternativen, alle wesentlichen Alternativen abzuschließen scheint, gibt es nun die mehr oder weniger vollkommene Gleichschaltung der Opposition, die Abschließung gegen jeden radikalen Wechsel der Existenzformen, die Integrierung der Gegensätze, die im Schoße dieser Gesellschaft noch walten. Und alles dies in einer tiefen Dimension, in der selbst die Triebstruktur des Individuums gesellschaftlich verändert und manipuliert wird. Der Gegensatz, die Differenz zwischen gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnissen verschwindet. Das heißt, die Individuen haben als ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Befriedigungen genau diejenigen Bedürfnisse und Befriedigungen, die die Gesellschaft haben muss, die die Gesellschaft befriedigt haben muss, um sich als Gesellschaft der Unfreiheit, als Gesellschaft der Repression zu reproduzieren. In dieser geschlossenen Gesellschaft kommt ein Menschentypus auf, der nicht mehr Nein sagen kann und der nicht mehr Nein sagen will. Oder dessen Nein selbst noch affirmativ wird. Unmöglichkeit des Widerspruchs, Unmöglichkeit der Transzendenz, nicht nur in der Praxis, sondern auch im Denken und im Fühlen. Unmöglichkeit, die bestehende Gesellschaft, ihre Werte, ihre Ideen, ihre Verhaltensweisen zu transzendieren zu qualitativ neuen Formen der Existenz. Diese geschlossene Gesellschaft ist gleichzeitig eine totale Gesellschaft, in der Fortschritt, Wachstum und Reichtum, die Abhängigkeit des Menschen vom Apparat, die Unfreiheit reproduzieren. Eine Gesellschaft, in der technologische Rationalität zum Mittel der Herrschaft wird, zum Mittel bestehende, aber veraltete Existenzformen aufrecht zu erhalten. Das heißt, die steigende Produktivität, deren diese Gesellschaft mächtig ist, wird nicht verwendet zur Befriedung des Kampfes ums Dasein, aber zur Intensivierung und Perpetuierung des Kampfes ums Dasein. Das Entscheidende ist nun, dass diese totale Integrierung der Individuen in die Gesellschaft, diese Abschließung der Gesellschaft gegen alle Alternativen, dass sie nicht erreicht wird durch den Schrecken, nicht durch die Diktatur, dass es vielmehr die demokratische Prosperität ist und der demokratische Staat, der das komfortable Gehäuse der Hörigkeit aufbaut, das Max Weber vorausgesehen hat als die letzte Phase der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, das komfortable, bequeme Gehäuse der Hörigkeit, in dem die Knechte frei ihre eigenen Herren wählen und in der die Herren die Knechte frei gewähren lassen,
weil sie wissen, dass die Knechte doch nur wählen und doch nur wollen, was die Herrschaft selbst aufrecht erhält. Lassen Sie mich jetzt ganz kurz einen Überblick über die konkreten Manifestationen geben, in denen diese geschlossene Gesellschaft vollbringt, was ihre Errungenschaft ist: die Integrierung der Opposition, die Ausschaltung der Transzendenz, die schlechte Einheit der Gegensätze. Zunächst auf dem Gebiete der Ökonomie: die rapide Zentralisation und Konzentration der ökonomischen Macht, ihre Verschmelzung mit dem Staat, mit der Regierung, der Übergang von der freien Marktwirtschaft zur regimentierten Wirtschaft, von der Konkurrenz relativ gleicher Einzelbetriebe zur oligopolistischen oder sogar monopolistischen Konkurrenz. Auf dem Gebiet der Klassenstruktur: die Transformation der Arbeiterklasse, von der heute so viel geredet und geschrieben ist, dass ich glaube, ich brauche hier darauf nicht einzugehen. Besonders die Assimilierung von Angestellten und Lohnarbeitern, die Kooperation von Kapital und Gewerkschaften, die Kooperation von Gewerkschaften und Regierung, kurz das Verschwinden des marxischen Proletariats und das Verschwinden des revolutionären proletarischen Klassenbewusstseins. Auf dem Gebiet der Politik: die Tendenz, sie ist schon mehr als eine Tendenz, zum Zwei-Parteien-System, in dem die Opposition genau dasselbe will als die Partei, gegen die sie opponiert, nur vielleicht in etwas anderer, aber nicht wesentlich anderer Weise. Freiheit der Presse, in dem es in der Tat eine Vielheit von Zeitungen und Zeitschriften gibt, aber auch hier eine Presse, die sich in wunderbarer Weise selbst zensiert, so dass eine offizielle Zensur nicht mehr nötig ist. Wachsende Macht der Exekutive über die anderen Zweige der Regierung und beinahe vollkommene nationale Einheit in der Außenpolitik, auf der Seite der Opposition sowohl wie auf der Seite der Partei, gegen die opponiert wird, nationale Einheit in der Außenpolitik, die immer mehr und immer direkter mit der Innenpolitik verschmilzt. Nun die Tendenz in der Sphäre der Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft: der Einbruch der Gesellschaft in die private Sphäre der menschlichen Existenz. In dieser Beziehung ist die geschlossene Gesellschaft die offenste Gesellschaft, die es je gegeben hat. Eine Gesellschaft, vor deren Macht es überhaupt kein Geheimnis mehr gibt. Eine Gesellschaft, vor deren Macht das Individuum überhaupt keine Privatheit mehr haben kann, weder innerlich noch äußerlich. Äußerlich, weil es einfach physisch und auch kulturell keinen Raum mehr gibt, in dem der Mensch bei sich sein kann. Innerlich, weil dieser Gesellschaft etwas gelungen scheint, was bisher noch keiner Gesellschaft gelungen ist, nämlich sogar das Unbewusste des Menschen, sein Es, in Verwaltung zu nehmen, offenbar zu machen, zu manipulieren. In der Sphäre der Kultur finden wir in der totalen Gesellschaft, in der geschlossenen Gesellschaft, eine Entsublimierung der Kultur, das heißt die totale Einordnung der sogenannten höheren Kultur in den Handel, in den Markt, die Ausgleichung oder vielmehr Angleichung von Freizeit und Arbeit, wonach dem Menschen in der Freizeit im Wesentlichen das vorgesetzt wird, was er in der Arbeit hat, und die Verhaltensweisen aufoktroyiert werden, die er haben muss, um weiter zu arbeiten.
und vor allen Dingen die Angleichung von Seele und Geschäft. In der Literatur und Kunst die immer ausgesprochenere Unmöglichkeit der Kommunikation in der verdinglichten Sprache. Selbst die Anklage dieser Gesellschaft und selbst der Widerspruch können nicht mehr ausgesprochen werden, ohne dass sie beinahe unmittelbar zu Bestsellers werden, das heißt von dem Markt gerade der Gesellschaft absorbiert, bezahlt und belohnt werden, die sie kritisieren und die sie anklagt. Im Wissenschaftsbetrieb weise ich darauf hin, zu welchem Grade die Psychologie, die Soziologie, die Logik und selbst die Mathematik in den Dienst der herrschenden Mächte getreten sind. Zuletzt, selbst in der Philosophie, setzt sich diese Tendenz durch in der systematischen Erziehung zu Denkweisen, in denen alle das bestehende transzendierenden kritischen Begriffe als Metaphysik ausgeschaltet werden. Eine Philosophie des Pseudo-Empirismus, des Konformismus, wie sie besonders in der Linguistic Analysis, in der Sprachanalyse in den angelsächsischen Ländern repräsentativ geworden ist. Nun, was sich in all diesen Tendenzen ausspricht, ist die Atrophie der Kräfte des Widerspruchs, der Weigerung der Negation. Die Atrophie der produktiven Einbildungskraft, des Entwurfes realer Möglichkeiten einer anderen und freien menschlichen Existenz, Atrophie der produktiven Einbildungskraft in demselben Maße, in dem die Entwürfe dieser Einbildungskraft vor der Produktivität der fortgeschrittenen Industriegesellschaft immer realistischer und immer konkreter erscheinen, sodass die Idee der Utopie selbst heute als veraltet ist. Eigentlich gibt es keine Utopie heute mehr. Die einzige Utopie oder das Einzige, was Utopie sein sollte, ist die wirkliche, die bestehende Gesellschaft. Ich habe von der schlechten Einheit der Gegensätze in der geschlossenen Gesellschaft gesprochen und ich möchte hier einige Warnungen, ein oder zwei Warnungen vor Missverständnissen anschließen. Zunächst einmal, die schlechte Einheit der Gegensätze deutet schon darauf hin, dass die Gegensätze da sind. Besonders der fundamentale Konflikt zwischen dem gesellschaftlichen Reichtum und seiner miserablen und repressiven Verwendung ist in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft größer, als er je zuvor war. Und gerade deshalb die immer größere Anstrengung, diesen fundamentalen Konflikt zu manipulieren und zu verwalten. Zweite Warnung, die schlechte Einheit der Gegensätze meint in keiner Weise, dass die fortgeschrittene Industriegesellschaft irgend so etwas wie eine klassenlose Gesellschaft ist. Was in Wirklichkeit stattfindet, ist nicht eine Abschaffung der Klassen, sondern eine Nivellierung aller sogenannten unteren oder beherrschten Klassen gegenüber der immer kleiner werdenden herrschenden Klasse. Und als letzte Warnung, ich habe darauf hingewiesen, dass diese totale Eingliederung nicht durch die Diktatur und nicht durch den Schrecken geschieht. Das heißt, es gibt Opposition. Es gibt Kritik, es gibt Pluralismus, es gibt Freiheit. Aber alles dies fest im Rahmen des Bestehenden und absorbiert von dem Bestehenden. Das heißt, es gibt keine Transzendenz, es gibt keinen qualitativen, effektiven Widerspruch. Wo es eine solche wirkliche radikale Opposition gibt,
existiert sie nur in kleinen, isolierten Gruppen und wird sie mit der gesamten Macht der fortgeschrittenen Industriegesellschaft bekämpft. Also was wir haben, ist keine terroristische, sondern eine demokratische, pluralistische Gleichschaltung. Und diese demokratische, pluralistische Gleichschaltung ist keine Oberflächenerscheinung, vollzieht sich nicht nur in der ideologischen Sphäre, sondern gehört zur Dynamik des Systems selbst. Und sie vollzieht sich auf einer festen materiellen Basis, nämlich auf der Basis der wachsenden Produktivität und Leistungsfähigkeit des Systems, auf der Basis technologischer Rationalität, die individuelle Energie und Verantwortlichkeit immer mehr auf den Apparat überträgt und auf der Basis einer Herrschaft über den Apparat, die so konzentriert ist, dass die Opposition dagegen nicht aufkommen kann. Und diese ganze geschlossene Gesellschaft zeugt nun von einer ungeheuren Rationalität des Ganzen, etwas Rationaleres als diese Abhängigkeit, als diese Gleichschaltung kann man sich nicht vorstellen, denn sie gibt wirklich das bessere Leben und sie verspricht, immer mehr und immer besseres Leben zu geben. Aber zu welchem Preis? Produktivität und Prosperität werden selbst repressiv und destruktiv, sofern sie menschliche Arbeit in der Produktion und Konsumtion parasitärer, überflüssiger, aber gesellschaftlich notwendiger Waren verschwenden, im Angesicht weit verbreiteter Armut in der Welt. Das ist die Gesellschaft im Überfluss, das System der falschen Bedürfnisse, nämlich Bedürfnisse nach Gütern, Leistungen, Beschäftigung, die den Menschen immer abhängiger von dem Apparat machen und den Apparat immer mehr vergrößern und erweitern. System der falschen Bedürfnisse, weil diese Bedürfnisse den Konkurrenzkampf ums Dasein verschärfen und die Humanisierung, das heißt das Zu-sich-selbst-Kommen des Menschen, verhindern. Den Menschen nicht zu sich selbst kommen zu lassen, ihm das Bewusstsein, das Denken abzunehmen, selbst sein Unbewusstes, seine eigene Befriedigung, sein eigenes Glück in Verwaltung zu nehmen, das ist die totale Mobilisierung, von der ich gesprochen habe, indem die Menschen bis in ihre Triebstruktur hinein gegen die realen Möglichkeiten der Befriedung des Existenzkampfes abgedichtet werden sollen. Die doppelte Mobilisierung gegen den äußeren Feind, den Kommunismus im Westen, den Kapitalismus im Osten, gegen den inneren Feind, das Gespenst der Befriedung des Existenzkampfes. Der äußere Feind und der innere Feind hängen zusammen. Nur auf dem Grund dieser von der Gesellschaft gemeisterten Triebstruktur kann diese Gesellschaft sich immer größer reproduzieren. Nicht nur Flucht vor der Freiheit, sondern, was schlimmer ist, eine libidinöse Katexis der Unfreiheit. Die Freiheit heute, morgen, würde den totalen Bruch mit den bisherigen Formen der Freiheit, mit der bisherigen Zivilisation bedeuten. Den Sprung ins Leere. Und genau vor diesem Sprung ins Leere haben wir Angst. Der Humanismus,
der als Möglichkeit, als Gespenst am Ende der fortgeschrittenen Industriegesellschaft steht, ist mit den traditionellen Kategorien nicht mehr bestimmbar. Die Gesellschaft im Überfluss hat diese Kategorien lange schon überholt. Was ist nun dieses Gespenst des Humanismus, des neuen Humanismus, der als die bestimmte Negation, als die Aufhebung der fortgeschrittenen Industriegesellschaft erscheint? Vielleicht kann dieses Gespenst wenigstens im Umriss sichtbar gemacht werden, wenn wir kurz fragen, was diese Gesellschaft nicht ist. Sie ist keine technologische Gesellschaft, denn sie verwendet technologische Rationalität als Rationalität der Herrschaft über den Menschen, als Rationalität der Abhängigkeit. Sie perpetuiert, entblockiert technischen Fortschritt im Widerspruch zum inneren Telos der Technik selbst. Denn das innere Telos der Technik selbst ist, dem Menschen den Kampf ums Dasein leichter zu machen, die Befriedung des Kampfes ums Dasein. Die sogenannte technologische Gesellschaft tut genau das Gegenteil. Also, wogegen wir sprechen, das ist die Gesellschaft, die die Technologie als Herrschaftsmittel pervertiert, die den Frieden bedrohende und verhindernde Gesellschaft, die den technischen Fortschritt aufhaltende Gesellschaft, die nach dem Mond schießt und die Erde nur noch unmenschlicher macht. Das ist nicht nur nicht die technologische Gesellschaft, das ist auch nicht die ideologiefreie Gesellschaft. Denn in dieser Gesellschaft herrscht das falsche Bewusstsein mehr als je zuvor und Ideologie ist falsches Bewusstsein. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wenn man den Begriff des traditionellen Humanismus, selbst des marxischen Humanismus, über die Stufe hinaus verlängert, in der er formuliert war, so kommt man zu einer Monstrosität. Denn in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft ist, wie ich angedeutet habe, der Gegensatz zwischen entfremdeter und nicht entfremdeter Arbeit bereits im Verschwinden begriffen und damit auch der Gegensatz zwischen freier Zeit und Arbeitszeit. In einer Gesellschaft, in der die Arbeit total automatisiert, mechanisiert werden kann, ist sie gleichzeitig total entfremdet. Und das ist nichts Negatives, sondern etwas Positives. In einer Gesellschaft, in der notwendige Arbeit auf ein Minimum reduziert werden kann, ist der Begriff der freien Zeit unmöglich geworden, weil die freie Zeit zur Lebenszeit selbst zu werden tendiert. Ich habe gesagt, wenn man den traditionellen Begriff des Humanismus, der sich in der freien Zeit entwickeln soll, nach der Arbeit, jenseits des Reiches der Notwendigkeit, wenn man ihn verlängert über die Stufe der fortgeschrittenen Industriegesellschaft hinaus, kommt man zu der Monstrosität einer Gesellschaft, in der die Menschen nach der kurzen Arbeit alle herumgehen oder herumsitzen und dichten oder malen, oder schwimmen, oder jagen, oder fischen, weil sonst einfach nichts anderes zu tun ist. Die Idee, die auch bei Marx noch mitspielt, nämlich eine Arbeit, in der der Mensch selbst seine Kräfte, seine Fähigkeiten erfüllen soll, scheint mir unmöglich gemacht durch die Technisierung selbst. Schöpferische Arbeit, wenn das heißt, sein eigenes Automobil bauen, sein eigenes Haus bauen und so weiter, eine romantische Idee und nicht einmal eine sehr gute Idee, weil wahrscheinlich das automatisch und mechanisch gemachte Automobil besser ist und in leichterer Arbeit als das schöpferisch gebaute. Also scheint wirklich nur noch
als Ende der mechanisierten Arbeit, als schöpferische Arbeit übrig zu bleiben, was im engeren Sinne als schöpferische Arbeit bezeichnet wird, nämlich Kunst, Literatur und so weiter. Was bleibt also, da wir den Begriff des Humanismus nicht aufgeben? Im Gegenteil, da gerade die herrschenden Tendenzen der fortgeschrittenen Industriegesellschaft den Humanismus notwendiger machen als je zuvor. Was bleibt, ist die Utopie des spielenden Menschen. Und vor der haben wir mit Recht Angst. Und doch hat diese Utopie des spielenden Menschen ihre reale Grundlage in der schon erreichten Stufe der Produktivität. Aber um dieser Utopie näher zu kommen, das ist, um die Idee eines wirklich befreienden Humanismus zu formulieren, ist nötig, nicht eine weitere Entwicklung der Produktivkräfte, nicht eine weitere Entfaltung der Produktivität, sondern vielmehr die Umkehrung der Produktivität, das heißt der Abbau aller destruktiven und parasitären Produktion, der Neubau der Städte, die im wahren Sinne unmenschlich geworden sind, die Wiederherstellung der Natur nach den Verwüstungen der Industrialisierung, die Einschränkung des Bevölkerungswachstums, die eine der wichtigsten Vorbedingungen für eine menschliche Gesellschaft ist. Erst solcher Abbau und solche Umkehrung der Produktivität, solche Rückkehr zu einer menschlichen Lebensweise, würden die neuen Bedürfnisse und die neue Struktur entwickeln können, ohne die eine humane Gesellschaft heute undenkbar ist. Bedürfnisse, die heute in der Tat zu fehlen scheinen. Das Bedürfnis nach Frieden, das Bedürfnis nach einem Dasein ohne Angst, das Bedürfnis nach Glück. Offenbar ist diese Humanisierung, die sich in einer solchen Umkehrung der Produktivität und der Produktion darstellt, gleichbedeutend mit der totalen Revolution, auch des Sozialismus. Ökonomisch die Hauptkraft, die Automation, die auf die Dauer mit der bestehenden Gesellschaft nicht vereinbar ist. Sie tendiert zur Aufhebung des Tauschverhältnisses, zur Aufhebung der Warenproduktion, zur Aufhebung des Wertgesetzes. Aber nun genau diese Tendenz zur Abschaffung der Arbeit, die am Ende der Automatisierung steht, ist ambivalent. Sie kann auch zu einer Konzentration der Macht führen, gegen die selbst die Kontrolle, die wir heute schon haben, ein Kinderspiel ist. Eine Manipulierung des Menschen in allen Gebieten, eine Perpetuierung aggressiver und repressiver Triebe. Sie kann aber auch Verhaltensweisen entwickeln, in dem nun wirklich die neuen Bedürfnisse möglich werden, die die Befriedung des Existenzkampfes ermöglichen. Abschließend, wenn Aufhalten und Umkehrung der Produktivität die Vorbedingung der Humanisierung ist, dann heißt das nicht Regression zur Armut, zur Unreife, zur Unschuld, sondern im Gegenteil. Produktion zur Befriedung der vitalen Lebensbedürfnisse, der wirklich menschlichen Bedürfnisse, überall da, wo Armut und Elend noch herrschen. Die Politiker sprechen dauernd von der einen Welt heute und dass nationale Ökonomien, nationale Staaten eigentlich überholt sind. Aber genau dann, wenn es um die Abschaffung der Arbeit geht und um die ökonomischen und technischen Möglichkeiten, die Produktion, die parasitäre Produktion, die Rüstungsproduktion, die Produktion überflüssiger Waren einzuschränken für die Produktion zur Befriedigung vitaler Bedürfnisse,
Dann auf einmal scheint die eine Welt verschwunden und nur noch nationale Wirtschaften, nationale Interessen oder Gruppeninteressen vorherrschen. Ich habe gesagt, dass die Umkehrung der Produktion Vorbedingung der neuen Humanisierung die totale Revolution bedeutet, den totalen Bruch mit dem Bestehenden. Die Endfrage, wo sind die Kräfte, wo sind die Möglichkeiten, die eine solche Gegentendenz auch nur anfangen lassen können. Ich glaube, die objektiven Kräfte sind da. Sie sind da und sie sind besonders da in dem Gebiet, auf das die Industriegesellschaft angewiesen ist, nämlich in der immer größeren Notwendigkeit fortschreitender Automation. Die subjektiven Kräfte sind im Augenblick nicht zu identifizieren. Es gibt keine Massenpartei, es gibt keine Massenorganisation, auf die man hinweisen könnte als Träger dieser neuen humanisierenden Tendenzen. Es gibt aber überall, nicht mehr in einer bestimmten Klasse, nicht mehr in einer bestimmten Gruppe, aber überall, und das mag ein Fortschritt sein, Individuen und selbst kleine Gruppen, die das falsche Bewusstsein des Fortschritts, das falsche Bewusstsein der Prosperität bereits durchbrochen haben und die daran arbeiten, anderen zu diesem Durchbruch zu verhelfen. Ich glaube, dass es heute mehr als je zuvor die Aufgabe des Intellektuellen ist, nicht nach einer Massenorganisation zu suchen, mit der er sich identifizieren kann, sondern in seinem Kreise daran zu arbeiten, denen zu helfen, die unter dem falschen Bewusstsein leiden und die schon jene Bedürfnisse haben, vor allem das Bedürfnis nach Frieden, ohne dass eine Humanisierung unmöglich ist. Dankeschön.